Genau die Szene aus Fitzgeraldo mit Klaus Kinski hätte hier entstanden sein können, Ort der Handlung Manaus am Amazonas. Und genau dort liegt der Ausgangspunkt unserer heutigen Sportaktivsendung aus Brasilien. Guten Abend und herzlich willkommen. Am 28. April startete hier die 13. Camel Trophy, die die meisten nur aus der Kinowerbung kennen und von der man sagt, nur die härtesten Männer Deutschlands und der Welt nehmen daran teil. Und weil wir wissen wollten, ob das stimmt, haben der Kameramann Frank Witter und ich uns ins Auto des deutschen Teams gesetzt und sind 2,5 Wochen und 1600 Kilometer von Manaus nach Georgetown gefahren in Guyana im Norden Südamerikas. Doch bevor wir Ihnen die Bilder zeigen, wollen wir Ihnen Manaus präsentieren, diese faszinierende Stadt am Amazonas im Herzen Brasiliens, die ehemalige Gummimetropole, die von riesigen Urwaldgebieten umgeben ist. Millionen Quadratkilometer tropischer Regenwald liegen um Manaus im Amazonasbecken. Das entspricht der Fläche Europas. Der insgesamt 7300 Kilometer lange Amazonas erreicht hier eine Breite von 60 Kilometern. Allein 17 der 1000 Nebenflüsse sind größer als der Rhein. Besonders eindrucksvoll der Zusammenfluss des dunklen Rio Negro mit dem lehmfarbenen Solimões in der Nähe von Manaus. Über Mittag ist es in der Millionenstadt am träge dahin fließenden Rio Negro so brütend heiß, dass einer lokalen Redewendung zufolge nur noch Hunde und Deutsche auf der Straße sind. Doch gegen Nachmittag wird es hektisch. Der Porto Flutuante, der Flusshafen mit den Holzbarken, den schwitzenden Lastenträgern und den kreisenden Geiern, ist zweifellos die exotischste und interessanteste Gegend von Manaus. Während dem alten Europa in der Vergangenheit gebohrt und über die Zukunft gegrübelt wird, leben die Brasilianer jetzt. Brasilien ist ein chaotischer, bunter Zirkus, in dem man das Morgen vergisst über dem Glück des Augenblicks. So steht es im Reiseführer. Und tatsächlich verströmen die Menschen eine ungeheure Lebensfreude. Die Mehrzahl der Bevölkerung ist weiß. Ein Drittel sind Mulatten und Mestizen, 11% Schwarze und 5% Asiaten. Nur noch 0,1% sind Indianer. Die Hälfte der Einwohner sind unter 20 Jahre. Fast 90% sind katholisch. Die Doppeldecker mit den offenen Seiten, im Volksmund Gaiola, schwimmende Vogelbauer genannt, sind das wichtigste Transportmittel und erinnern alle ein wenig an Fitzgeraldo. Brasilien ist das Land mit der ungerechtesten Verteilung von Besitz und Vermögen in Südamerika. In der 8 größten Industrienation müssen 70% aller Haushalte mit monatlich weniger als umgerechnet 150 Mark auskommen. Dabei war alles einmal anders in Manaus. Als man in Europa Kautschuk für die Gummireifenproduktion benötigte, erlebte Manaus als weltweit größter Kautschuk-Exporteur einen ungeheuren Boom und war drauf und dran, zum Paris der Tropen zu werden. Heute erinnern nur noch die architektonischen Meisterleistungen an diese Zeit. Der öffentliche Markt wurde 1896 eröffnet und stammt vom Erbauer des Eiffelturms. Ist von der ehemaligen Metropole in den Tropen nicht geblieben. Vieles wurde einfach abgerissen. Wie ein Wunder überlebt, hat das neoklassizistische Opernhaus, in dem einst alle Größen dieser Welt gastierten. ...1992 setzt Brasilien auf seine Stahlproduktion, seinen Kaffee, seine Baumwolle und auf Touristen. Prominentester Gast in diesem ungewöhnlichen Dschungelhotel war Helmut Kohl bei seinem Besuch des Regenwaldes. Aber auch Kinoheld Tom Cruise und Roman Polanski waren hier. In einer der bedrohtesten Regionen unserer Erde, über deren Zukunft in der nächsten Woche auf dem Umweltgipfel in Rio de Janeiro entschieden wird.
In diesem Jahr haben sich wieder mal Tausende beworben, Männer und vor allem Frauen, um bei dem Abenteuer, das man nicht kaufen kann, dabei zu sein. Allein in Deutschland waren es 12.000, die ihre Postkarte abgeschickt haben. Und das, obwohl es nichts zu gewinnen gibt, durch und ankommen ist alles. Teilnahmeberechtigt ist jeder, der 18 ist und einen eigenen Führerschein besitzt. Theoretisch, denn Frauen und Teenager sucht man hier wieder mal vergeblich. Das 6-monatige Auswahlverfahren ist streng. Nach unzähligen Telefoninterviews wurden 160 Männer und Frauen zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Davon kamen 30 zum ersten nationalen Auswahlcamp vergangenen Dezember nach Mielon in Südfrankreich. Von deutschen Trainern wurden dort fahrerisches Können, genauso wie körperliche Fitness und die Bereitschaft zur Teamarbeit getestet. Inzwischen hat auch das Management auf neue Trends reagiert. Ab sofort wird die Trophy nicht mehr von einem Zigaretten-, sondern einem Bekleidungshersteller gesponsert und Frauen sollen auch eine Chance bekommen. Doch die war gering in diesem Jahr. Unter den letzten 4 nur Männer. Bei einem Trainingscamp in der Ardèche wurden im Februar noch einmal Kraft und Ausdauer überprüft. Beim Raften in 3 Grad kaltem Wasser durch eine der schönsten Schluchten Europas. Der Lord von East Norcastle im englischen Birmingham war im März Gastgeber eines Trainingscamps, bei dem die Reaktion auf Extremsituationen ermittelt werden sollte. Zuvor waren in Wuppertal das Orientierungsvermögen und das Fahren nach Roadbook geübt worden. Bestens vorbereitet ging es im April nach Paris zu den internationalen Auswahlcamps, bei dem das deutsche Team nominiert wurde. In Guyana dabei Peter Schließmann aus Seligenstadt bei Frankfurt. Der 28-Jährige organisiert Abenteuerreisen, betreibt ein Bodybuilding-Studio und ein eigenes Bistro. Warum die Wahl auf ihn fiel, erläutert Cheftrainer Hans Kalin. Ja, seine internationale Erfahrung mit Sicherheit, sein Witz, sein Charme, denn wir dürfen nicht vergessen, die Trophy wird nicht nur durch fahrerisches Können entschieden, sondern auch durch den Teamgeist, den Teamspirit. Und da muss man schon kontaktfreudig sein und man muss da kommunizieren können mit anderen Leuten. Und er hat da dieses Quäntchen drauf, was die anderen eben halt so ein bisschen, was den anderen so ein bisschen abgeht. Der zweite Fahrer ist Markus Kaufmann aus München. Der 26-Jährige studiert Architektur und bezeichnet sich selbst als Allround-Sportler. Es sind wieder mal keine Frauen dabei. Manager Peter Huber, warum nehmen Sie eigentlich keine Frauen mit? Wir würden jederzeit gerne Frauen mitnehmen, sind uns sogar im Gegenteil herzlich willkommen. Leider hat die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt, dass nur ein Punkt den Frauen noch fehlt, um wirklich teilnehmen zu können. Vom Fahrerischen und vom Psychologischen sind sie durchaus in der Lage und sind zum Teil besser qualifiziert als Männer. Leider erfordert dieses Abenteuer eine ausgeprägte physische Kondition und da hapert halt im Moment noch. Aber wir sind guter Hoffnung, dass das sich in den nächsten Jahren ändern wird. Also die Trophy doch nur was für die Harten, für die richtigen Männer? Die Harten sicherlich nicht, aber auf jeden Fall die Richtigen. Das ist ein richtiger Mann, der richtige Mann für die Trophy oder die richtige Person. Ist flexibel im Denken, ist improvisationsfähig. Sie hat eine ausgeprägte Physis und ist natürlich auch willens, Abenteuer unter ungewöhnlichen Bedingungen zu erleben. Jetzt spricht die ganze Welt über den Regenwald. Klimakatastrophe ist ein Thema. Sie fahren mit 35 gelben Autos quer durch den Regenwald. Kein schlechtes Gewissen dabei? Nein, denn zum einen steht die Trophy in ihrer Gesamtheit unter ständiger Beobachtung oder auch Kontrolle, kann man ruhig sagen, der örtlich ansässigen Umweltschutzbehörden in der Vorbereitung als auch beim eigentlichen Event. Und zum Zweiten können Sie sich vorstellen, ein Ereignis dieser Größe, das weltweit in den Medien erwähnt wird oder Berücksichtigung findet, kann sicherlich nicht seine Ziele erreichen, wenn es ökologisch bedenklich gehandhabt wird. Ob Schäden entstanden sind, was im Wald wirklich los war, wir haben es beobachtet, waren mit dem deutschen Team 2 Wochen unterwegs, von Manaus nach Georgetown in Guyana. Die grüne Hölle Südamerikas. Was auf der Karte wie ein Katzensprung aussieht, wird in der Wirklichkeit des tropischen Urwalds schnell zu einem außergewöhnlichen Abenteuer. Und das beginnt am 28. April im Hotel Tropical in Manaus. Und es beginnt nicht nur mit einer Ansprache des Präsidenten der Amazonasregion, sondern auch mit einem für die Regenzeit durchaus gewöhnlichen Schauer.
Zum ersten Mal sind wir nass bis auf die Haut. Das deutsche Team startet voller Hoffnungen. Erwartet wird ein Platz unter den ersten fünf. 80 Kilometer nördlich von Manaus, Start zu den ersten sechs von insgesamt 12 Sonderprüfungen. Fahrerisches Können und körperliche Fitness sind jetzt gefragt. Der Gesamtsieg bei der Trophy setzt sich zu 50% aus den Sonderprüfungen und zu 50% aus dem Teamgeistpokal zusammen, bei dem die Fahrer untereinander das hilfsbereiteste Team wählen. Erwartet stark bei den Special Tasks die Franzosen, die Briten und die Österreicher. Nach einem hervorragenden zweiten und einem enttäuschenden 15. Platz starten die Deutschen zur sechsten Sonderprüfung. Nach sechs Prüfungen Platz 7 für die Deutschen. Noch ist nichts entschieden. Sechs weitere Prüfungen warten in Georgetown. Jetzt beginnt erst einmal die eigentliche Trophy. Jetzt zählt nur noch Teamgeist. Für uns beginnt die Trophy gleich mit zwei Pannen. Schon nach wenigen Kilometern müssen wir die Keilriemen ersetzen und einen Platten reparieren. Ausgerechnet im Indianerreservat, in dem man uns vom Anhalten dringend abgeraten hat. Nach Einbruch der Dunkelheit fährt hier keiner mehr freiwillig durch. Mit Verspätung erreichen wir endlich den Äquator. Von dort geht es auf der Transamazonica Richtung Boa Vista. Am zweiten Tag erleben wir plötzlich die Zerstörung des Regenwaldes hautnah. Riesige Waldflächen verwandeln sich in totes Land. Die Bauern in der Nähe können unsere Besorgnis und unsere Wut nicht verstehen. Sie brauchen neues Weideland, wenn sie überleben wollen. In der Goldgräberstadt Boa Vista tanken wir Diesel und füllen unsere Wasserkanister. Morgen wollen wir den Grenzfluss Takutu überqueren. Die Grenzüberquerung wird für uns zu einem unfreiwilligen Abenteuer. Als einziges Team haben wir unsere Pässe in Manaus vergessen. Als die Behörden zum Stempeln kommen, verstecken wir uns in unseren Zelten. Der Regentanz von Bob, unserem Mechaniker, ist umsonst. Die normalerweise überfluteten Savannenebenen des Rupununi bleiben staubtrocken. Fahren wird die Trophy mit speziell präparierten Land Rover Discovery mit Turbodiesel und permanentem Allrad. 111 PS bringen das 3 Tonnen schwere Fahrzeug auf maximal 140 Stundenkilometern. Eine Geschwindigkeit, die hier natürlich nie erreicht wird. Nach 5 Tagen in der Savanne noch immer kein Regen. Wir jedenfalls sind froh, einen kleinen Fluss zu entdecken, den jeder auf seine Weise nutzt. Im nahegelegenen Dorf Nabi stoßen wir nach 2 Tagen endlich mal wieder auf Menschen. Während uns die Mädchen mit einem wohlbekannten Lied überraschen, interessieren sich die Jungs eher für die Technik. Neugierig lassen sie sich von Markus unsere Route erklären. So viele Menschen waren noch nie in ihrem Dorf. Auf der benachbarten Farm der Schottin Diane McTurk in den Kanuku-Bergen schlagen wir unser Camp auf. Am nächsten Morgen eine Überraschung, Regen. Trotzdem, unser größtes Problem bleibt das Wasser. Jeden zweiten Tag müssen wir unsere beiden 20-Liter-Kanister mit Wasser füllen. Mühsam durch den Filter gepumpt und mit Wasseraufbereitungstabletten versehen. Nach 9 Tagen erreichen wir bei Kurupukari den Essequibo-Fluss.
unsere 7 härtesten Tage beginnen. Wir haben Glück, weil es nicht regnet, fließt der Essequibo nur träge dahin. Während der Regenzeit schwillt der Fluss in Sekundenschnelle um 2 bis 3 Meter an und wird dann unpassierbar. Jetzt hat Markus sogar Zeit für ein Interview. Dennoch lauern auch hier Gefahren, wie uns der Fährschiffer verrät. Das Gebiet ist Malaria verseucht und plötzlich beginnt das Abenteuer. Kritischer Augenblick. Einer der französischen Fahrer ist gegen einen Baum mit einem Hornissennest gefahren. Die wütenden Tiere sind durch das Seitenfenster hereingeflogen. Der Arzt zählt 35 Stiche und gibt eine Infusion gegen den Schock. Die Tage werden länger. Schlamm und Dreck lassen uns nur langsam vorankommen. Wir haben kaum noch Zeit zum Schlafen. Es ist weit nach Mitternacht, bis wir endlich etwas zu essen bekommen. Hier sind die Japaner unsere Gäste. An diesem Abend bekommen wir auch von den Russen den Tipp, in der Nähe sei eine Bar. Wir machen uns auf den Weg durch den dunklen Dschungel. Es sind Goldgräber. $55 bezahlen wir für ein paar Goldnuggets, der Lohn für 2 Wochen harte Arbeit. Peter und Markus sind tief beeindruckt. The big fish and drive Am nächsten Morgen erreichen wir erneut den Essequibo River. Nur noch 150 Kilometer bis Georgetown. Der Tag beginnt mit einer Überraschung für den Japaner Masahiro Takeuchi. Er ist Vater geworden. You're the proud father of a little girl. Ein Happy Birthday für Masa. Dann wird es wieder ernst. Mit dem Raft überqueren wir einzeln den Fluss. Ein ganzer Tag geht dafür drauf. Bei der Landung verwechselt Bob den ersten mit dem Rückwärtsgang. Geschafft. 50 Kilometer südlich von Georgetown beginnen die letzten 6 Sonderprüfungen. Eine der Prüfungen, Reifenwechsel ohne Wagenheber. Halt, stopp! Obwohl die Deutschen noch einmal alles geben, sind die Hoffnungen auf einen Sieg gering. Zu stark sind die anderen. Am Ende sind alle froh, dass es vorbei ist. You made it. Wir haben es geschafft. Über 2000 Kilometer und 18 Tage liegen hinter den 16 Nationen. Die 13. Camel Trophy war sicher nicht nur die ungewöhnlichste, es war auch die schönste Trophy, denn noch nie war das Wetter so gut, noch nie ist man so schnell vorangekommen, noch nie hat es so viele Freundschaften unter den Teams gegeben. Jetzt wird es nochmal spannend, denn heute Abend ist Siegerehrung und dann wird man wissen, wer die Sonderprüfung gewonnen hat, wer den Teamgeist-Pokal erhält und vor allem, wer den Gesamtsieg errungen hat und die begehrte Trophäe erhalten wird. First place winners, Camel Trophy 1992, Brazil to Guyana. With 808 points, the team from Switzerland.
Leider nur Platz 8 für die Deutschen, aber nächstes Jahr gibt es eine neue Chance. Nächstes Jahr gibt es eine neue Trophy. Die 14. Camel Trophy findet in Borneo statt und vielleicht ist es ein gutes Zeichen, denn 1985 wurden die Deutschen dort zum letzten Mal Gesamtsieger. Wir möchten Ihnen jetzt das Ziel vorstellen der Camel Trophy 92, Guyana mit der Hauptstadt Georgetown. Diese englische ehemalige Kolonie im Norden Südamerikas findet ja leider wenig Beachtung in den Reiseführern. Den Reiseführern zum Trotz, denn in kaum einem ist Guyana zu finden, beteuern diese Menschen immer wieder, wir lieben unser Land. Schwer zu glauben, denn Guyana zählt zu den ärmsten und dünn besiedelsten Ländern der Erde. Mit der Größe Großbritanniens leben hier nur 750.000 Menschen, zum großen Teil afrikanischer und indischer Herkunft. An die alte Kolonialmacht England erinnern noch wunderschöne Jugendstilgebäude, von denen viele allerdings dem großen Brand 1945 zum Opfer fielen. Das Rathaus im gotischen Stil wurde 1887 errichtet. Im High Court, dem Hohen Gericht, wird heute in Georgetown, der Hauptstadt Guyanas, noch Recht gesprochen. Auch wenn vieles dem Verfall preisgegeben ist. Die St. George Cathedral in der King Street wurde 1889 fertiggestellt und ist mit 44 Metern eines der höchsten hölzernen Gebäude der Welt. Die Innenstadt wird vom imposanten Starbrook Market übertragen, an dessen über 100-jährigen Eisenkonstruktion der Zahn der Zeit nagt. Völlig unbeeindruckt vom Verfall, das Treiben auf dem Markt. Hier wird gehandelt und gefeilscht wie eh und je. Die Regierungsgeschäfte werden im 1839 erstellten neoklassizistischen Parlaments- und Regierungsgebäude abgewickelt. Seit 1966 ist Guyana unabhängig. Zu seinen größten Reichtümern gehört der nahezu intakte Regenwald mit einem der faszinierendsten Naturereignisse der Welt. Die Catcher Falls sind von undurchdringlichem Dschungel umgeben. Keine Straße führt hierher. Der Putaro River fällt 228 Meter in die Tiefe, auf einer Breite von 100 Metern. Die Niagara-Fälle können da wohl kaum mithalten, auch wenn die im Reiseführer zu finden sind. Wenn Sie vorhaben sollten, nach Südamerika zu reisen, in die Tropen, nach Brasilien beispielsweise, oder hierher nach Guyana, sollten Sie zwei Dinge beachten. Einmal, auf diesen Märkten sind Sie ruckzuck Ihr Kleingeld und Ihren Fotoapparat los. Und Sie sollten auf Ihre Gesundheit achten, denn gerade im Norden Südamerikas sind ja vermehrt Fälle von Cholera aufgetreten. Damit Ihnen nichts passiert, haben wir für Sie ein paar Gesundheitstipps vorbereitet. Bei einem Besuch in den Tropen sollten Sie gut vorbereitet sein. Allerlei Gesundheitsrisiken sind mit einer solchen Reise verbunden. Welche sind die Hauptprobleme in Ländern wie beispielsweise Brasilien? Dr. Mike Irani, Olympiaarzt der Engländer. Die drei Hauptprobleme sind die Hitze, die Tiere und die Infektionsgefahr. Bereits bei kleinen Schnitten und Verletzungen können Bakterien eindringen und gefährliche Entzündungen entstehen. Zudem noch begünstigt durch Hitze und Feuchtigkeit. Welche Schutzimpfungen empfiehlt er? Ich denke, man sollte sich gegen Hepatitis A und Hepatitis B impfen, außerdem gegen Typhus, wenn möglich gegen Tollwut, denn es gibt gefährliche Vampirfledermäuse hier, und zudem noch eine Tetanus-Schutzimpfung. Die Meinungen der Ärzte gehen auseinander. Vorgeschrieben ist die Gelbfieberimpfung.
Empfehlenswert eine Cholera-Prophylaxe. Die drei gefährlichsten Tiere sind Skorpione, Spinnen, wie schwarze Witwe und Tarantel, und Schlangen. Sie verstecken sich unter Baumstämmen und Steinen, und wenn man die hochhebt, beißen die Schlangen zu. Wie sollte man bei einem Schlangenbiss reagieren? Zuerst bleiben Sie ruhig, geraten Sie nicht in Panik. Versuchen Sie, die Wunde sauber zu halten und suchen Sie so schnell wie möglich Hilfe. Wie kann man sich in Europa auf eine solche Reise vorbereiten? Sie müssen körperlich fit sein. Gehen Sie sicher, dass Sie die richtige Kleidung und die richtigen Schuhe dabei haben. Seien Sie vernünftig und setzen Sie sich nicht ungeschützt der Sonne aus. Denn da ist zu viel Sonne, zu viel Feuchtigkeit und zu viel Hitze. So, das war Sportaktiv aus Südamerika während der Regenzeit. Nächste Woche gibt es wieder interessante Themen bei uns. Bevor wir Ihnen die verraten, gibt es heute noch etwas zu gewinnen. Wenn Sie unsere Sendung aufmerksam verfolgt haben, können Sie die folgende Frage einfach beantworten. Wie lang ist der Amazonas? Schreiben Sie uns, wie viele Kilometer sich der Amazonas durch Südamerika schlängelt, und dann können Sie Folgendes gewinnen. Erster Preis ist eine Armbanduhr mit Stopp- und Wegfunktion und Countdown. Zweiter Preis, eine komplette Abenteuerausstattung, bestehend aus Hemd, Hose und einer wasserundurchlässigen Jacke aus G2000. Dritter Preis, ein Gürtel aus hochwertigem Leder. Ihre Postkarte mit der richtigen Antwort schicken Sie bitte an folgende Adresse. Hessischer Rundfunk, Sportaktiv, Postfach 6000 Frankfurt Main 1. Einsendeschluss ist der kommende Montag. Dann haben wir für Sie folgende Sportaktiv-Themen vorbereitet. Murai, eine